So, in den letzten Videos habe ich euch gezeigt, wie man in Excel formatiert, und zwar mit den einfachen Tools in Format, Zellen, und da hat man dann Zahl oder Währung und so genommen. Heute werden wir uns konzentrieren auf Benutzer definiert, und zwar werde ich euch zeigen, wie man mit benutzerdefinierten Formate wesentlich flexibler und wesentlich schneller arbeiten kann als mit den Standardformaten, die man hier sieht. Fangen wir an mit unser normales Beispiel. Ich habe hier diverse Artikel. Umsatz pro Artikel ist so viel, Kosten sind so viel, und werde erstmal den Profit ausrechnen. Wie gehabt, Formel ist gleich Umsatz minus Profit, und dann kann man das runterziehen. So, jetzt fangen wir mal an. Ich will jetzt den Umsatz ein bisschen umformatieren. Und da könnte man mal hier sehen, was wir alles mit Benutzer definiert machen können. Ich markiere das und gehe Format, Zellen formatieren. Und wenn ihr dann länger mit Excel arbeitet, werdet ihr die ganzen Sachen hier ignorieren. Man geht gleich auf Benutzer definiert und fängt an. Sagen wir mal, ich will 2 Komma stellen. Also, dann mache ich, man sieht hier die Vorschau für die 120, der Inhalt der ersten Zelle. Wenn ich 2 Komma stellen haben will, 0 ist keine Kommastelle, 0,0 ist eine Kommastelle, sieht man auch hier in der Vorschau, 0,00 ist dann 2 Kommastellen. Okay, und so habe ich dann 2 Kommastellen. Und natürlich, wenn ich 3 haben will, füge ich eine weitere 0, oder wenn ich nur eine haben will, mache ich eine 0 weg. Keine Kommastellen ist einfach eine 0, und dann habe ich die Zahlen so wie gehabt. Was man auch machen kann, das merkt man hier beim Profit, wenn man den Profit markiert. In Benutzer definiert, man kann ein unabhängiges Format für jede Art von Zahl erstellen. Das heißt, für positive Zahlen kann man ein Format erstellen, für negative Zahlen ein ganz anderes Format und für Nullzahlen ein drittes unabhängiges Format. Ich gebe mal hier ein Beispiel. Nehmen wir mal an, positive Zahlen, wir sehen ja hier, wir haben ja unsere Profite sind ja mal positiv, mal minus und mal 0. Und ich will für die Pluszahlen, will ich 2 Komma stellen. Und jetzt kommt ein Semikolon. Und alles, was vor dem ersten Semikolon ist, das betrifft die Pluszahl. Jetzt kommen die Minuszahlen. Und bei Minuszahlen will ich, dass da ein Minus vorne steht, aber keine Komma stellen. So, und dann kommt ein zweites Semikolon. Das heißt, das hier betrifft die Pluszahlen, zwischen dem ersten und zweiten Semikolon betrifft die Minuszahlen, und nach dem zweiten Semikolon betrifft das die Nullzahl. Und hier bei den Nullzahlen soll einfach nur ein Strich erscheinen. Ja, also ich habe hier jetzt 3 unterschiedliche Formate. Das erste betrifft die Pluszahlen, nach dem Semikolon kommt dann das Format, das auf die Minuszahlenwirkung hat, und nach dem zweiten Semikolon kommt das Format, quasi der Strich, das auf die Nullzahlen einen Effekt hat. Und probieren wir es mal aus. Und genau hier sieht man es, ja. Die Pluszahlen haben 2 Kommastellen, die Minuszahlen haben keine Kommastelle und ein Minus vorne, und die Null hat dann einfach nur Strich. Man kann da auch weitermachen. Jetzt sowas könnte man mit den Standardwerkzeugen gar nicht erst machen. Und dann, wir könnten jetzt noch weitergehen und sagen, okay, Pluszahlen hätte ich gern in Blau. Farben kann man reinschreiben in solche eckige Klammer. Also eckige Klammer auf ist Alt-R8. Und dann kann ich zum Beispiel Blau reinschreiben, eckige Klammer zu. Bei Minuszahlen möchte ich gern Rot haben. Auch wieder eckige Klammer auf. Das Wort Rot reinschreiben, eckige Klammer zu. Und die Null möchte ich gern, sagen wir mal, in Grün. Okay. So, und so habe ich jetzt die unterschiedlichen Formate. Ja, man sieht Grün, Blau und Rot. Und natürlich, wenn jetzt hier auf einmal, sagen wir mal, die Kosten sind jetzt nur 1500, dann wird es automatisch blau, weil es automatisch eine Pluszahl ist und kriegt automatisch das Format, das Pluszahl betrifft. Okay. So, jetzt könnte man noch was machen, und zwar 1000er Trennpunkte. Und gehen wir mal hier bei Kosten.
Zahlen können wir ja so reinschreiben. Wenn ich 1000er Trendpunkt haben will, kann ich zum Beispiel theoretisch sowas schreiben. 0.000. Das wäre zum Beispiel ein 1000er Trendpunkt. Funktioniert auch ganz gut. Man sieht es hier bei der 3000. Aber was nicht so gut funktioniert, ist, dass bei den Zahlen kleiner als 1000 kommt vorne eine führende 0. Deswegen will man, und diese führende 0 sieht nicht gut aus, deswegen macht man das Format anders. Man schreibt das nicht mit 0.000, sondern man benutzt dafür eine Raute. Der Unterschied zwischen die Raute und das 0 ist, wenn da eine Zahl kleiner als 1000 ist, erscheint keine führende 0. Ja? Also, probieren wir es mal aus. Oder ich mache es besser, ich mache es bei den Umsätzen. Da kann man dann den Unterschied besser sehen. Okay. So, Benutzer definiert. Hier geht es so, Raute, Punkt, Raute, 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 könnte man schreiben. Okay. Und da sieht man, da sieht das schon wesentlich besser aus als bei Kosten. Wenn eine Zahl kleiner als 1000 ist, kommt keine führende 0, wie jetzt hier der Fall. Okay. Jetzt, das Format Raute, Punkt, Raute, Raute, Raute ist auch nicht ideal, weil... Nehmen wir an, ich habe jetzt hier eine Zahl, die ist 0,12. Dann erscheint hier gar nichts. Nicht mal eine 0. Und das ist nicht gut. Und deswegen macht man das Format so. Man macht Raute überall bis auf die letzte Position. Die macht man als 0. Weil bei der letzten Position, falls da nichts ist, will man eine 0. Okay, und jetzt ist dann, obwohl ich was eingegeben habe, aber weil es ja so kleiner als 0,5 erscheint dann die 0. Und wenn man jetzt die Kommazahlen haben will, kein Problem. Man geht wieder und macht Komma 0,0. Und man sieht dann, hat man das Format da. Ja, und deswegen diese 0 hier, gerade jetzt bei Kommazahlen, ist auch für die Lesbarkeit viel, viel besser, als wenn man jetzt keine 0 hätte. Ja, ich mach mal nochmal das alte Format. Wie vorhin, und zwar nur mit Rauten. Ja, alles Rauten und dann Komma 0,0. Ja, und das sieht dann nicht so toll aus. Komma 12. Ja, deswegen, die letzte Position macht man immer als 0. Und deswegen das Format schreibt man Raute, Raute, Raute überall. Bis auf die letzte Position vorm Komma macht man eine 0. Und das sieht man auch hier. Man hat hier so eine Art Mustervorlagen. Man sieht hier, das folgt immer dasselbe Prinzip. Ja? Die letzte Position ist immer die 0. Okay? Das ist mal das da. Jetzt, was man noch machen kann, man kann Einheiten hinzufügen, zum Beispiel Euros oder was man will. Und da könnte man hier markieren. Man hat schon sein Format geschrieben. Und die Einheiten kommen immer innerhalb solcher Gänsefüßle. Zum Beispiel, nehmen wir an, ich mache Gänsefüßle auf und schreibe bla bla bla, Gänsefüßle zu. Okay, man sieht schon in der Vorschau, wie das dann ausschauen würde. Ich würde das Leer hier, das erste Leer, würde ich empfehlen, nur dass damit, ich mache es mal weg, dass man, wenn ich jetzt kein Leer habe, dann klebt die Einheit zu der Zahl, was nicht sehr attraktiv ausschaut. Deswegen immer ein Leer machen. Und schon hat man ein Leer zwischen der Zahl und der Einheit. Und so sieht das dann aus. Okay? Jetzt, man muss immer aufpassen, wenn man mit Einheiten arbeitet, ich darf nicht sowas schreiben. Weil dann rechnet die Formel nicht mehr. Weil hier habe ich jetzt nicht nur eine Zahl angegeben, sondern auch einen Text, diese KG. Deswegen, wenn ich die Kilogramm unbedingt haben will in meine Zahlen, dann muss ich die Zahlen eingeben und dann markieren und per Format das Kilogramm hinzufügen. Wo ich dann sage, okay, hier ist mein Zahlenformat, so sollen meine Zahlen ausschauen, mit Punkt, mit 1000er Trennpunkt und so weiter, zwei Kommastellen und dann die Kilogramms füge ich per Gänsefüßle hinzu. Und so habe ich meine Kilos drin und kann immer noch rechnen. Weil, nicht vergessen, wenn ich jetzt meine Kilos direkt eingebe, kann das Programm nicht mehr damit rechnen. Deswegen in den Zellen, wenn ich eine Zelle habe und der Inhalt der Zelle soll in irgendeiner Formel verwendet werden, nie Text reinschreiben, nur reine Zahlen. Texte und so weiter werden immer per Format hinzugefügt. Natürlich kann man auch den Text vorne stellen,
Und zwar, ich kann auch so machen. Dollar. Und dann 0,00. Und so habe ich jetzt die Dollars vorne anstatt hinten. Ja? Und natürlich könnte ich auch hier, machen wir es mal so. Ich habe jetzt hier, man sieht ja, das sind eigentlich drei Formate. Ich könnte bei den positiven Zahlen steht dann Dollar vorne. Mache ich mal nochmal leer, das ist ein bisschen besser. Bei den Minuszahlen steht dann keine Einheit und bei den Nullzahlen steht zum Beispiel das Wort Null. Und so sieht man, hat man dann alle Möglichkeiten. Wir haben hier die 0 verloren, mache ich mal hier, das mal wieder auf 0 und da sieht man der Effekt. Ja? Also das sind positive Zahlen, haben dann den Dollar vorne, Minuszahlen haben eigentlich gar nichts und die 0 haben eigentlich eine grüne 0. Ja, man kann das Format noch, nur um zu zeigen, wie flexibel das ist. Ich muss keine Minus haben bei den Minuszahlen, das ist nicht erforderlich. Ich kann auch zum Beispiel Klammern benutzen. Ja. Und hier sind meine Minuszahlen in Klammern. Ja, ich kann auch gar nichts benutzen, das spielt keine Rolle. Ich kann das auch so darstellen. Ja, und man erkennt nur, dass es Minuszahlen sind durch die rote Farbe. Und für Excel sind das Minuszahlen. Nur bei uns, wir sehen halt, dass durch ein Format haben wir das Minus ausgeblendet. Aber das sind Minuszahlen. Und wenn man die in einer weiteren Formel verwendet, ist es wie eine minus 500 oder eine minus 150. Okay? Also man sieht, mit Benutzer definiert kann man das Format viel mehr und viel schneller ändern als mit den Standardformatvorlagen, die man hier hat. Man muss nur ein paar Regeln erkennen. Man hat drei Bereiche. Der erste Bereich betrifft die Pluszahl. Der zweite Bereich nach dem ersten Semikolon betrifft die Minuszahlen und der dritte Bereich nach dem zweiten Semikolon betrifft die Nullzahlen. Jeder Bereich kann unabhängig formatiert werden. Wenn ich Einheiten habe, dann in solche Gänsefüßle, entweder vor der Zahl oder nach der Zahl. Wenn man mit Tausender Trenner arbeitet, ich gehe mal hier raus, wenn man mit Tausender Trenner arbeitet, benutzt man, mache ich mal hier ein Beispiel, benutzt man Rauten für die ersten Zahlen und dann in die 0 hinten, damit man, falls keine Eingabe ist, dass man in 0 sieht oder 0,12 sehen kann, wie vorhin. Und hier auch will ich sagen, dass man muss nicht einen Punkt haben, man kann auch ein Leer haben, man kann auch einen Strich haben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, ich mache mal jetzt hier ein Tausender Trefferpunkt. Wichtig ist, dass man irgendwas reinlegt, irgendein Buchstabe oder ein Symbol und schon hat man seine Trennpunkte. Man sieht ja jetzt, ich habe jetzt keinen Punkt benutzt, sondern ein Leer. Ja, also es ist was wieder eine Sache, die man jetzt in den Standardformate gar nicht erst verwenden kann. Okay? Das sind so jetzt ein paar Möglichkeiten, was ich mit benutzerdefiniertes Formatieren machen kann.